Gestern kündigte RTL-Moderatorin Frauke Ludewig mit diesem Post, der Brustkrebs habe ihre Ehe zerstört, auf Facebook an, dass Sylvie van der Vaart in der Sendung exklusiv offen wie nie über das Scheitern der Ehe mit Raphael sprechen wird. Sylvie selber postet heute dazu nichts, dafür verlost sie aber einen ihrer hochwertigen Bildbände der Sylvie Collection für Hohnke Möller. Als Judith Rakers gestern Abend via Facebook mit diesem Post ihre Freundin Susanne von Borjody im Theaterstück Der letzte Vorhang ankündigt, hagelt es böse Kritik von einem User. Sorry, aber das ist geschmacklos. Ihr Vater ist gerade gestorben. Wie geil muss man auf Applaus sein? Judith verteidigt Susanne. Die Art, ihre Trauer zu verarbeiten, solltest du Susanne überlassen. Es brannte eine Kerze für ihren Vater. Sie ist eine tolle, sensible Frau und das Gegenteil von geschmacklos. Männer lieben uns, wenn wir so sind, wie wir sind. Mit dieser Erkenntnis bedankt sich Janette Biedermann bei ihren 49.400 Fans auf Facebook. Nachdem der ehemalige GZSZ-Star sich gerade völlig ungeschminkt zeigte, hagelte es einen Sturm von Lobeshymnen an ihrer Facebook-Wall. Sogar ungeschminkt total hübsch, bist echt eine tolle Frau. Sogar der Nachrichtensender N24 nahm es in seine News mit auf. Der Mut wurde belohnt. Senna Gemmour hingegen liebt es, sich zu stylen und nimmt ihre Fans mit zum Friseur. In diesem Fall rätselt sie gerade, ob sie aussieht wie Darth Vader. Ich bin dein Vater, Darth Vader. Bin ich Darth Vader? Ich bin sie. Genau. Das blonde Ergebnis nach dem Friseur erinnert allerdings ganz und gar nicht an den Star Wars Bösewicht. Wer sich noch einen Friseur à la Senna wünscht, hier verrät sie noch ihren Friseurtipp: Temple of Hair in Berlin. Claudel Deckert schickt ihren Facebook-Fans einen verschlafenen Morgengruß aus den East Hamptons, wo sie gerade ihre Tochter Romy besucht. Am 7. September verabschiedete die Schauspielerin ihre Kleine, da sie dort die Schule besucht. Ein schöner Grund für Claudel, immer mal wieder eine Auszeit in New York und Umgebung zu nehmen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Update.